Ja, auch diese Woche verrät uns wieder Star-Astrologin Gerda Rogers, was in den Sternen steht. Vielen lieben Dank, dass Sie heute hier sind. Gerne. Wir starten gleich mit dem Sternzeichen Widder. Ja, die haben eine sehr leidenschaftliche Phase durch den positiven Einfluss der Widder-Venus. Mhm. Ja, ich würde sagen, leben Sie Ihre Gefühle. Tolle Liebeswoche. Okay, schön. Wie schaut es denn beim Stier aus? Ja, Merkur im Stier. Eine gute Prüfungsphase. Mhm. Also alle Studenten, die momentan Matura haben oder im Endziel sind, ich glaube, sie werden das recht gut machen. Konzentration ist toll. Okay, sind die Zwillinge dann auch konzentriert? Naja, Mars, Saturn, ich glaube, der Mars drückt ein bisschen auf die Laune, auf die Energie. Mhm. Nehmen Sie sich diese Woche ein bisschen zurück, bald wird es wieder besser. Okay, wird es auch bei den Krebsen wieder besser? Ja, die kommen jetzt mit ihren Entscheidungen, mit ihren Aufgaben, die sie sich stellen, sehr gut zurecht. Und auch die Liebe schaut auch recht gut aus. Okay, und wie sieht es beim Löwen aus? Ja, also die können endlich jetzt ihre Liebesträume ausleben. Also dürfen flirten, kommen auch gut an. Liebeswoche. Absolut. Okay, schön. Hervorragend. Ist auch die Jungfrau anziehend? Naja, die haben momentan schon ein bisschen den Mars auch störend stehen, aber sie haben Gott sei Dank Merkur im Rücken. Sie werden Dinge angehen, aber es wird nicht so schnell gehen, wie Sie sich das vorstellen. Okay, wie läuft es bei der Waage? Ja, die sind natürlich auch momentan liebesmäßig Nummer eins. Also ich würde sagen, leben Sie Ihre Leidenschaften, leben Sie Ihre Gefühle. Und wenn Sie auf Urlaub sind, gibt es auch nette Flirts. Oh, sehr schön. Und wie steht es um das Sternzeichen Skorpion? Die können sich auch momentan wieder Hals über Kopf verlieben, das sollen sie auch. Und ich glaube, es wird wieder vom Bestand sein. Okay, schön. Ja. Der Schütze. Die entwickeln sich natürlich momentan durch diese ein bisschen zerstörerische Mars-Saturn-Phase in eine ganz neue Richtung. Also man verabschiedet sich von Dingen, die nicht mehr funktionieren und schaut, wohin der Weg geht. Es kommt ein neuer Weg. Okay, und bei den Steinböcken? Ja, also die sind momentan sehr in ihrer Mitte, vor allem auch liebesmäßig, sehr zugänglich, nicht so kritisch wie sonst. Sie öffnen ihr Herz. Der Wassermann ist ja auch offen. Ja, sehr. Also die spüren natürlich schon Jupiter, Mars, diesen positiven Einfluss, gelingen aber auch beruflich. Gute Dinge, kriegen tolle Jobangebote, bitte annehmen. Okay, zuletzt noch die Fische. Ja, sind ein bisschen müde, Mars raubt Energie, raubt Kraft. Also ich würde den Fischen raten, machen Sie mal ein bisschen Urlaub zwischendurch, genießen Sie ein schönes langes Pfingstwochenende, fahren Sie ein bisschen weg, Sie brauchen es momentan. Okay, na vielen lieben Dank, dass Sie das alles mit uns geteilt haben und wir sehen uns nächste Woche wieder.